Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir haben endlich die Bodenranken überquert und sind oben angekommen bei diesen Wolkenmenschen. Hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden. Und ihr, seht nicht besonders königlich aus? Oh. Ja, genau das, was er gesagt hat. Ihr dürft nicht durch. Okay, dann geht halt wieder. Oha. Aber die sahen irgendwie verdächtig aus. Das würden wir die schon kennen, oder? Heiße Quelle. Ja, habe ich schon gemerkt, dass das eine heiße Quelle ist. Drei Wege, ich gehe jetzt mal hier lang. Hui. Eine neue Bodenranke. Okay, warte, bevor wir da jetzt lang gehen. Was macht das hier? Ich werde noch ein bisschen mich oben umschauen, bevor ich jetzt nach unten wieder gehe. Ich glaube, unten ist da... Was? Nimbusland erreicht. Wow, das ging schnell. Bürger von Nimbusland. Achso, sieh mal das. Bürger von Nimbusland. Alle die Klappe halten! Aber es redet doch keiner. Seiner Hoheit, König Nimbus, geht es schlechter und schlechter. Es ist sicher, dass wir unseren geliebten Herrscher verlieren werden. Aber wir haben Glück im Unglück. Rein zufällig habe ich nämlich den längst verlorenen geglaubten Prinzen gefunden. Prinz Merlot weilt wieder unter uns. Prinz Merlot, tretet vor. Eure Hoheit, bitte? Raus mit dir, verdammt! Ja, wen meint sie? Unseren Merlot? Tja, ich bin untröstlich, aber unser kleiner Prinz leidet wohl etwas an Lampenfieber. Warum hat die Squawks auf dem Kopf? Hab ich auch erst gemerkt, der Arme. Nur gehört zu lieb. Werd's halt nach, setz dich in Bewegung, sonst setz was. Bitte, das Tor ist zu eng. Pah, ist das ständig was anderes mit dir. Also. Bürger, ich präsentiere seine Hoheit, Prinz Merlot. Willkommen zurück, Prinz Merlot. Wie groß ihr geworden seid, eure Hoheit. Geradezu wuchtig, jawohl. Ha, was ist mein Liebster? Ich soll den Leuten etwas sagen? Nein, bitte nicht. Bitte? Du willst, dass ich? Aber eure Hoheit, mir fehlen hier die Worte. Ist das etwa euer Ernst? Ach, wie wird mir. Doch ich will eurem Wunsch folgen. Hört, Leute, ich nehme seine Hoheit bitte an und werde fortan Königin an seiner Seite. Königin Valentina geht runter wie Sahneschau. Hihi. Okay, das war's im Groben. Audienz beendet und jetzt weg mit euch Gelümmel. Gerd, Marsch, du Träne. Warte mal. Das gibt's doch nicht. So ein Zufall. Es gab einen verlorenen Prinzen. Und er heißt sogar genau wie ich. Warte mal, das ist aber... Merlot, fällt da nicht irgendwas auf? Naja, auf jeden Fall sollten wir uns rasch aufmachen und die übrigen Sternstücke suchen. Stimmt's doch, oder? Naja, er hat auf jeden Fall recht. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, wie cool. Die restlichen beiden Stücke suchen. Oh, Schatz, 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 Schatz. Da oben, bestimmt. Ja! Yeah! Oh, und hi. Oh, dein Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagt mir, ich suche was Bestimmtes. Na, dann, was soll ich für euch tun? Was hast du denn so? Mhm. Gruppenheiler. Aha. Mega-Handschuh. Kleberhandschuh, Handkanone und Kampffächer. Handschuh mit wahnsinnig Wumms. Doppelt gemoppelt schlägt besser. Feuert Geschosse aus dem Ellbogen. Ellbogen. Und alles andere als luftig, dieser Kampffächer. Mit dem sollte man sie nicht anlegen. Wir haben Kuscheloutfits. Eine flauschige Latzhose zum Wohlfühlen. Oh. Eine flauschige Hose. Ein flauschiges Cape. Und ein flauschiges Kleid. Hoffentlich so luftig. So, Sonnenschirm einfach weg. Krötenstab und Doppelfaust damit auch weg. Und ansonsten, die alte Rüstung können wir noch wegmachen. Die Matrosensachen, auch wenn sie schön sind. So, dankeschön, Kumpel. Bessere Sachen, bessere Ausrüstung nehme ich immer an. Ich habe früher für König Nimbus gearbeitet, aber dann plötzlich eines Tages kam Valentina zu mir und sagte, ich sei gefeuert. Ich verstehe es einfach nicht. Er braucht doch Hilfe, er ist doch krank. Hm? Mir fehlen all die Besucher, die sonst herkamen. Niemand kommt mehr zu uns hoch. Mögen sie uns nicht mehr? Bro, ich glaube, die Ranken sind einfach zu schwierig zu climben. Weiß er nicht. Hi.
Willkommen, immer reinspaziert. Ihr wollt hier ausruhen? Habe ich recht oder habe ich recht? Ein Nacht kostet 30 Münzen. Boah, Wucher, nein, so wild sind wir nicht. Ah, dann kommt bitte bald wieder. Alles klar. Alle angeschlagen, das passiert. Was passiert? Warte, ist dahinter was? Ist hier was? Nee. Sieht aber so aus. Die Kranken haben hier, naja, Häuser gebildet, sag ich mal. Oder die haben Häuser aus den Kranken gebaut. Naja, egal. Ich beobachte den Vulkan dort. Wie war das? Stern? Stücke? Hm, nee, das sagt mir eigentlich gar nichts. Ihr seid ja auf dem höchsten Punkt dieser, wahrscheinlich dieser Welt und ihr habt keine Sternstücke gesehen, ernsthaft? Wir konnten uns doch bisher immer frei im Schloss bewegen, aber wir sollen dem König wohl nicht stören. Hm? Aber ist doch krank. Habt ihr schon Vulkan gesehen? Oh ja, beeindruckend, oder? Angeblich soll man irgendwie von der heißen Quelle aus zum Vulkan gelangen. Echt? Aber da durften wir bisher noch nicht lang. Vielleicht, wenn wir hier mit Valentina reden, vielleicht lässt sie uns durch. Wieso hat Prinz Mallow Valentina zu seiner Königin gemacht? Vermutlich, weil sie ihn gefunden hat? Hm, das kann sein, aber ich glaube immer noch nicht, dass das Prinz Mallow ist. Er sieht aus wie seine Gegner aus Yoshi's Island und nicht wie Mallow. Prinz Mallow, ich erinnere mich genau, war so zart und schüchtern. Und nun seht ihn euch an. Ich hoffe, ich darf dem König schon bald wieder dienen. Kennt ihr den königlichen Blues? Den königlichen Blues oder Blues? Klar. Wenn der König wieder gesund ist, zeige ich ihn euch. Wisst ihr, ich bin der Mechaniker für den Bus. Also der königliche Bus. Sagt uns gar nichts. Das ist ein königliches Gefährt, das nur vom König genutzt wird. Da der König krank ist, fährt der Bus nicht. Die haben so richtige Toad-Outfits. Vor allem der hier, der hat so ein richtiges Toad-Outfit. Ich mag das. König Nimbus liebt Statuen und Vögel. Er hat haufenweise davon in seinem Schloss. Schoß oder Schloss? Schloss, okay. Ich habe Schoß gelesen. Nein, Schloss. Ich habe ja einst im Schloss gearbeitet. Ihr solltet euch nur mal ansehen, wie sie mit dem armen Prinzen umspringt. Sie schlägt ihn. Das muss ein schreckliches Leben für ihn sein. Oh, jetzt Drama. War Prinz Mallow immer schon so groß? Um nicht zu sagen, bullig und kolossal? Na, die Dame wird ja schon nicht lügen. Ja. Der arme König Nimbus, ich fand es wirklich nicht gut zu gehen. Machen sich alle Sorgen hier, das Volk. Sehr lange her, seit ich Prinz Mallow zuletzt gesehen habe, aber er sah irgendwie anders aus. Naja, wieso sollte er es denn nicht sein? Er wird halt schließlich älter und wenn man älter wird, ändert man sein Aussehen. Da hat er recht. Hoffentlich wird der König bald gesund, aber nun ja, wenigstens der Prinz zurück. Nun, falls es doch nicht gut endet. Was sagst du zu den Wachen, die nun vor dem Eingang stehen? Ich mag sie nämlich nicht. Sowas hatten wir bisher nie. Hm. Das ist das Haus von Garo, dem Bildhauer. Er hat schon viele Dinge für König Nimbus geschaffen. Aber in letzter Zeit gibt der König gar nichts mehr in Auftrag. Liegt wohl daran, dass es um seine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Schauen wir mal, ob er uns vielleicht was machen kann. Oha, cool. Statuen von der Eulen, von Mallow und von einem Goomba. Hey, schau doch nur, das bin ja ich. Hä? Die Statue hier? Kleiner Mann, das ist König Nimbus, aber als er noch jung war. Aber Nanu? Das ist ja... Sag doch mal, wer bist du denn? Ich heiße Mallow. Hi. Und das ist mein Freund Mario. Mallow, du bist es wirklich, Junge. Ach, es ist ja so unheimlich lange her. Was bist du doch für ein prächtiger junger Prinz geworden? Prinz? Dann bin ich also wirklich... Was macht Mario jetzt? Ah, er erklärt jetzt alles. Okay. Bla 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 bla. Oh nein. Okay, dann suchen wir unseren echten Pater auf. Aha, so. Sonnenklar, hab alles verstanden. Du wirst also vom großen Weisequark großgezogen. Ja, kein Zweifel. Ich seh's dir an. Du bist ganz gewiss unser hochwohlgeborener Prinz. Mario, gehört! Der Mann sagt, ich bin ein Prinz! Und wohl hochgeboren oder so. Oh Mann. Diese Valentina, ich wusste gleich, dass sie was im Schilde führt. Nur was genau war die Frage. Wenn der Prinz schon eine Lüge war, dann könnte das doch bedeuten, dass unser König überhaupt nicht so schwer krank ist, wie sie sagt. Ui, dann aber nichts wie Lust zum Schloss und meiner Mutter und meinem Vater helfen. Boah, Mello ist richtig sauer jetzt. Wow.
Wer da? Was willst du, Herr Bengel? Raus mit dir aus dem Palast, sofort! Nicht weinen, Mellow. Darfst nicht weinen, du weißt, was passiert. Wartet, meine Freunde, mir kommt eine ausgezeichnete Idee. Kommt doch mal bitte hier rüber und stellt euch vor mich, ja? Okay. Seid ihr bereit? Ja, was denn? Dann jetzt schön stillhalten, verstanden? Was hast du denn vor? Warte mal, du willst uns doch letztlich etwa zu einer Goldstatue verwandeln, oder? Oh, kann ich teleportieren? Hilfe! Oh. Gold gesprayt. Das wird sehr giftig sein, aber wir müssen es tun. Wäre lustiger gewesen, hätte so ein Power-Up gehabt, so ein Gold-Mario-Power-Up. So! Das ist übrigens das erste Spiel, wo man als Gold-Mario spielt. Das allererste Spiel. Das ist original, meine ich natürlich. Hey, nicht bewegen, hab ich gesagt. Ihr müsst nämlich nur ein Weilchen so lange so tun, als wäre ich eine Statue, kapisch? Okay, wir springen trotzdem einfach. Gut, dann wollen wir mal. Hoffentlich klappt's. Nimm noch eine andere mit. War mir die Pose geändert? Lieferung für den Palast, die neuesten Werke, die Madame Valentina bei mir in Auftrag genommen hat. Sehr gut, das Eintreten. Moment! Was ist das denn? Die Statue hier! Die sind aber gar nicht aus Valentina! Huch! Klar tut sie das nicht, mein Bester! Es ist ja auch eine Statue von Valentinas Neffen! Der hieß, Mariotto! Alles klar, oder? Boah, verdammt, ich weiß gar nicht über ihren Family Tree. Neffe Mariotto? In Ordnung, rein damit. Muss ich mal im Buch nachschlagen. Während er das tut, können wir rein in Schloss Nimbus. Boah, alles vergoldet, Junge, wie viele Statuen gibt's von ihr? Oh, aber ich meine, eine große Oberweite hat sie. Ist ja auch egal. Puh, das war knapp. Ich hoffe, er hat sich nicht zu sehr gestechelt. Nee, nur ein bisschen an der Seite. Hat ein bisschen wehgetan, musste versuchen, nicht zu. Mich nicht zu bewegen, aber ansonsten ist okay. Hab kein Leben verloren. Okay, dann ist ja gut. Gut, das haben wir also hinter uns. Okay. Einen Neffen Mariotto gibt's übrigens keinen und Mariotto erst recht nicht. Hab ich mir ausgedacht. Welch entzückender Anblick! Meine herrliche Schönheit! Vielfach strahlend wie die Sonne selbst! Gut gemacht, Garo. Nur du bist in der Lage, so etwas Atemberaubendes zu erschaffen. Ich danke euch, Majestät. Dann will ich mich sogleich empfehlen. Warte! Das hier! Dürfte man erfahren, was dieses durch und durch hässliche Gebilde darstellen soll? Das da? Das ist mein neuestes Meisterstück. Ich habe es nur für euch erschaffen. Es ist abstrakte Kunst, jawohl. Und es heißt, auf der Suche nach dem verlorenen Bruder. Luigi? Schaut hier, der volle Schnurrbart. Er symbolisiert die Entfülltheit des Herzens mit wahrer Bruderliebe. Kurz drehen. Und die keck hervorlugenden Koteletten. Koteletten, sorry. Die keck hervorlugenden Koteletten, sie stehen für die kleinen, aber markanten Gefühle, die man nur ganz verhalten der Welt zeigen möchte. Dazu die Beine, wohlgeformt, voller Stärke, berstend vor Sprungkraft, denn das Leben erfordert oft große Sprünge von uns. Sag, gefällt euch mein Werk? Ein OC also, naja, also so betrachtet, ja, ich als unfehlbare Kunstkennerin hab's sofort erkannt, ich bin einfach so begabt, es ist spektakulär, gut gemacht, Garo. Du hast meine herrliche Schönheit und meine gewaltige Kraft gebührend verewigt. Sehr gut, Garo. Sehr gut. Danke, Majestät. Danke. Ihr seid so gütig. Dann auf bald. Ich weiche. Du schaffst das, Mario. Köstlich, diese Schönheit. Dodo, her mit dir. Setz dich rum wie ein Huhn auf der Leiter und komm gefälligst her zu schleppen. Dodo, pass an! Ja, sorry, Ma'am. Die Türen sind so groß. Also so dünn meine ich. Ich bin zu groß. Mach! Roger. So. Perfekt. So. Komm mal mit. So. Das sieht ja schön aus. Ja. Ist okay, denke ich. Jetzt geht's erst mal Mittagessen. Mittagessen? Da bin ich dabei! Warte, bleiben wir wirklich vergoldet?
Wo ist eigentlich unsere Crew? Ist jetzt mitgekommen oder weggeblieben? Ich weiß es nicht, aber... Gold Mario ist playable vor Silber Mario. Geil, oder Metal Mario, was gesagt. Auf jeden Fall, boah, das ist echt cool. Ich wollte eigentlich mich noch erkunden gehen im Nimbus... im Bohnenrankenland, noch nicht Nimbusland, aber... Na gut, dann sind wir ja schon mal hier. Habe ich auch nichts gegen. Dodo! Hast du die Statuen ordentlich aufgestellt? Freut mich. Dann los, poliere sie, solange bis sie glänzen und strahlen wie meine herrliche Schönheit. Hörst du mir überhaupt zu? Abbild dir, du faules Ding! Und wehe, ich erwische dich wieder beim Nickerchen machen. Wow, schnell weg hier. Wir müssen wieder so tun, als wären wir eine Statue. Schnell! Uff, das war richtig schlimm. Dodo ist sicher nicht gerade guter Laune. Spiel weiter Statue so gut du kannst, aber wenn Dodo dich picken will, dann spring! Nur so weichst du seinem Schnabel aus. Mach dich bereit. Hast du ihn wirklich her? Wer sagt das eigentlich? Okay. Noch nicht springen. Okay, noch nicht springen. Noch nicht springen. Noch nicht, okay, noch nicht springen. Dumm. Bum. 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 Tsch. Bum. 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 Ah! Bum. 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 Warte mal. Okay. Boah, das ist knapp. Bam. 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 Oh. Ah. Wie bitte? Ich dachte, dass sie sich bewegt haben? Lächerlich! Das ist doch nur wieder eine Ausrede, damit du sie nicht polieren musst! Weiter geht's! Ah, da habe ich verloren! Oh, ich glaube, ich habe verloren. Okay. Okay, ich bin zu viel rumgesprungen. Ja. Okay. Wenn er seinen Kopf wegzieht, wenn er seinen Kopf nach hinten zieht, dann springt. Ja, er muss denken, dass wir eine Statue wären. Verstanden. Jetzt. Mhm. Okay. Jetzt rennt er nochmal im Kreis. Noch nicht springen. Na, verdammt. Okay, das ist echt schwierig. Was macht er denn jetzt? Hä? Nein, tu's nicht! Okay, ich hoffe, ich habe nichts geskippt, dadurch, dass ich jetzt das getan habe. Dodo will kämpfen! Na gut, wie auch immer jetzt die anderen dabei sind. Eigentlich hätte sich ja nur Mare vergoldet, aber sage ich mal nichts gegen. Bonk. 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 Du. War leider nicht gut. Aber ich wollte ihn sowieso noch lesen, bevor ich ihn kill. Interessantes Minigame auf jeden Fall. Weiß nicht, ob man es schaffen kann. Aber es ist echt schwierig. Ich habe Hunger. Ja, Mittagessen gab es doch gerade erst. Junge, wie oft noch? Spann dich mal! Idiot. So, Feuer war gut, ne? Ich meine, ich habe gerade Feuer gelesen. Ja. Habe ich auch. Hat er nur diesen einen Angriff? Mehr nicht? Ernsthaft? Boah, was hat eine neue Attacke, Alter? Riesiger Faustschlag. Geil. Als ob. Oh Mann. Wechseln wir mal zu Gino, denn der Herr hat Dinge machen. Hä? Oh, neue Attacke. Okay, die kannte ich jetzt nicht. Oh, wir haben alle jetzt Fauststark. Okay, wegen den neuen Sachen, neuen Waffen. Muss jetzt mal ausprobieren. Oh, neuer Angriff. Oh! Multistark, no way! Beach! Wiederkehr! Oh. Ein Regenbogenstern hat ihn wiederbelebt. Und jetzt wird erstmal eingeheizt! Ich will nicht mehr! Oh. Okay.
Level Plus für Bowser. Level 15. Erdkrache erlernt, die Erde bebt. Tsunami. Drücke A, während Steinspitzen die Erde durchbrechen. Wow. Wow, Bowser. Wow. Pretty epic. Oh oh, wir wurden erwischt, glaube ich. Schnell weg. Bevor sie merkt, dass er Schaden genommen hat. Boah, wie sie lacht. Die hat doch bestimmt einen Stern bei sich, oder? Oh, oh nein. Wir wurden entdeckt von den Wachen. Hä? Grüne Schallgeiß? Und ein riesiger Stab. Schleudergei und Kugelweih. Hat sich gereimt. Was seid ihr für welche? Bam, bam, bam. Ah, ich habe jetzt aus Versehen den anderen Sprung gemacht, der auf mehrere geht. Der ist halt richtig schwierig, aber er macht sehr viel Damage dafür. Wie ihr gesehen habt. Okay. Wow. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Hi. Er ist echt! Er hat sich auch nur Gold angefärbt. Warte, warum wollen die Wachen sich hier verstecken? Warte, macht keinen Sinn! Egal, schnell weg hier. Lass ihn einfach sein Leben als Statue so bleiben. Bin ich auf dem richtigen Weg? Sind die Gegner? Was, das sind jetzt Gegner? Schamänchen sind, können auch Gegner sein. Oh. Okay. Badam, 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 badam. Eigentlich ist es immer das gleiche Timing, nur muss man das halt erstmal raus haben. Bei 30 kriegen wir was, wurde es gesagt. Oh. Na gut. Na gut. Ich weiß halt nicht, wo es lang geht, ne? Ich habe absolut keine... Aua. Keine Ahnung. Diamantsäge? Wow! What the hell? Oh Mann. Scan die mal bitte. Die hinterlistigen Verkäufer. Diesen Kampf könnte ich verlieren. Also deshalb rennt er weg. Flammstein. Zumindest kein rammender Stein. Bam, bam. Nice. Ey. Aua. Es tut weh. Probleme oder was? So, dankeschön. Und du machst mal den Blitzgewitter. Bam. Bisschen oh. Na gut. Na gut, wenn das so ist, müssen wir versuchen reinzuhauen. Ha. Perfekt. Daneben. Bonk, bonk. Mit dem großen pinken Fächer. Wie süß. Gut. Job. Angriff! Bam! Bam! Ich mag hier noch einen Angriff, die sind cool. Ich muss mich nur erstmal an die gewöhnen, aber jetzt kriegen wir erstmal wieder ein paar Level Plus. Peach, Level 15. Stille erlernt! Okay, das lernt man eigentlich als Kind, aber egal. Verhindere Magieangriffe. Bei guter Ausführung leiden alle Gegner unter Stille. Okay. Na gut. Wenn das so ist. Geheimschatz? Ich meinte Geheimschatz. Was ist denn da oben für eine Tomate? Ach, der Geheimschatz ist wahrscheinlich da oben, ne? Hier ist nichts. Nur dieser eine Gegner. Soll ich gegen den kämpfen? Nee. Lass es erstmal. Ich bin nicht so in Stimmung für Kämpfe. Ich bin eher in Stimmung zum rausfinden, was zur Hölle ich hier treibe und wo ich überhaupt lang muss. Oh Mann. Oh, die leben alle, die Statuen. Oh nein. Wow! Da können wir jetzt aber gar nichts machen, ne? Ach man, ist doch schwierig, da auszuweichen. Flucht! Flucht! Danke. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier geht's lang? Boah, ist ein riesiges Labyrinth, ein riesiges Gebäude. Warte, ich bin wieder am Anfang. Ich kann wieder rausrennen. Toll. Die Wachen? Wo sind die Wachen hin? Juckt die wohl nicht. Okay. Aber es ist ein schönes Schloss, muss man schon sagen. Ist schon nicht schlecht.
Okay, aufpassen, aufpassen. Hä, was passiert? Der hat mich weggeweht. Mit seinem Wind. Okay. Bam, bam. Der ist weg. Du. Ah, verdammt, daneben. Du ebenfalls, wollte ich sagen. Du darfst noch eine Runde überleben. Dafür darf ich dich erstmal scannen. Sprung. Willst du nicht auf mich draufspringen? Draufspringen? Okay. One-Shot. Ist draufspringen ein One-Shot bei dem? Das könnte sein. Aufpassen. Ah, genau deswegen. Forky schläft. Wer ist Forky? Warum schläft der Kumpel? Ja, toll. Heil ihn halt, während er gar keinen Damage genommen hat. Idiot! So. Bam, bam. Scan mal den Schleuder-Guy. Und danach den Forky. Den Gabelchen. Ob ich Ihnen mal. Ob ich Ihnen mal ein neues Lied vorsingen soll? Mein neues Album? Nein, Schleuder-Guy, niemand will ein neues Album hören. Das klingt bestimmt nicht gut. Ich weiß nicht, wie es klingt, aber es kann nicht gut klingen. Außer du willst es uns unbedingt vorsingen. Ich meine, ich halte dich da jetzt nicht ab. Aber trotzdem, tu es bitte nicht. Bitte nicht! Danke. So, und du als... Ah, daneben. Du als nächster. Forky, aufwachen! Kampf ist los. Ein Kampf vor dir! Er checkt's aber nicht. Bonk, bonk. Jetzt checkt das. Aua. Das tat weh, Mann. Ach, Mann. Das Timing geht so schnell. Bam, bam. Der andere muss dann aber warten. Da mach es aber so schnell. Nochmal. Bam, bam. Ja, mach es schnell. So ein Grund. Bam, bam. Und ich wollte eigentlich scannen, aber ich habe gedacht, er wäre noch in dem Modus. Schade. Egal. Nicht schlimm. Kriegen zumindest ein Level Plus nochmal für den Gino. Er hat aber nichts Neues. Aber er kriegt dafür sehr viel KP. Lass mich durch. Haha. Ich glaube, hier will ich gar nicht sein. Aber danke für 73 insgesamt schon. Gibt's 100 insgesamt? Es könnte sein, dass man am Ende dann noch 100 hat von den Blumenpunkten. Oh, Mist. Hier sind so viele Gegner. Kann's ja gar nicht ausweichen. Ich mach doch. Lass mich gehen. Meine Güte. So, wir kamen von hier, ne? Ah, Mist. Hö, was ist das für einer? Rüpelroter und Qualmaxo. Was bist du für einer? Hast mir Angst. Oh, Peach ist tot. Oh. Hab mich gar nicht gemerkt. Ups. Okay. Macht trotzdem sehr viel Damage, auch wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Sag Qualmaxo. Sag uns, wer bist du? Sieht aus wie ein Metroid. Man ist erst erwachsen, wenn man an einem beim Schweben nicht mehr schlecht wird. What? Wovon redest du bitte? Bam. Ach, knapp. Voll KP. Schön. Will ich auch hoffen. Ne, Merlo? Merlo stimmt mir zu, auch wenn er gerade am Scan ist. Nix. Das Wetter von morgen? Ihr nehmt besser den Schirm mit und nun die Schad. Die Staumeldung. Achso, die Staumeldung. Ah, Mist, daneben. Ah! Jetzt reicht's! Weg mit dir! Hier ist es so umdreht und runterfällt. Wow, jetzt kriege ich aber alle auf einmal Level Plus. Schön. Was wollt ihr denn haben? Ihr wollt KP. Bisschen mehr länger aushalten kann jetzt nicht schaden. Versteht ihr wegen Schaden? Okay. Kumpel, du musst weg. Also, boah. Okay, da muss der Sternenschock her. Auf geht's. Dieser schönen Cutscene. Einmal noch begutachten, bevor wir die Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da für das epische Finale von diesem Gebiet in der nächsten Folge. Seid auf jeden Fall dabei. Denn das wird heftig. So, und jetzt stirbt bitte alle. Bumm. Nein, die leben noch. Okay,
Die wollen alle fliegen nächste Runde. Dann die muss die Lichtsalve her. Okay, und go! Der mittlere lebt noch. Wenn das so ist, dann muss da ein Supersprung her. Komm. 3, 4, 5 Likes. 6 Likes. 7. 8 Likes. 9 Likes. 10 Subs. 11 Subs. 12 Subs. Komm schon, ganz viele. Ich hoffe, die Anzahl erreichen wir auch im Video. Was auch immer. Level Plus für Mello nochmal. Was gebe ich ihm? Ich gebe ihm Attack. Oh, schnell rein da. Ah, oh, die Tür ist verschlossen. Nein.